Ja. Wer übrigens noch ganz oft in Urlaub fährt, ist ein Freund von mir, der Sven. Sven und Frau, beide Lehrer, haben keine Kinder. Ist also quasi die Situation Double Income, No Kids. Bei uns zu Hause ist ja mehr Double Kids, No Income. So, und die sind quasi auch durchgehend in Urlaub, Sven und Frau. Liegt auch daran, dass der Sven, der hat noch nicht mal Korrekturfächer, der macht irgendwie Kunst und Sport und sie macht evangelische Textilgestaltung. Eigentlich immer im Urlaub. Wobei wir hier natürlich auf der Kabarettbühne keine Scherze zu Lasten von Lehrern machen wollen, auf keinen Fall. Bestimmt ein paar im Saal. Denn die Lehrer, wir wissen es alle, sie haben es auch nicht leicht, jeden Tag knallhart durcharbeiten, teilweise bis 13.15 Uhr. Nur 12 Wochen Urlaub im Jahr, wer will denn da tauschen? Und außerdem haben die ja sehr, sehr recht, dass sie einfach darauf achten, genügend Ruhe und Erholung zu bekommen. Das ist irrsinnig wichtig. Da machen wir uns nichts vor. Das da draußen, das ist eine Leistungsgesellschaft, voll technisierte Leistungsgesellschaft. Der ganze Optimierungswahn, der Konkurrenzdruck, die ständige Erreichbarkeit, es macht einen ganz kirre. Da kommen die Leute auf seltsame Ideen, um dem Stress entgegenzuwirken. Viele ziehen plötzlich wieder aufs Land, weil sie sich sagen, da gibt es weniger Lärm, da wird man weniger von diesen Werbebotschaften zugeballert, nur ich kann warnen. Die Sandra hat es schon angeschnitten, ich hatte eine ganz schwere Kindheit, ich komme ursprünglich aus der Voreifel. Stellt euch das nicht zu einfach, stellt euch das nicht zu schön vor auf dem Land, ihr Städter, die ihr mit dem Gedanken spielt, da hinzuziehen. Da gibt es im Grunde überhaupt nichts. Bei uns da draußen, da ist so dermaßen der Hund begraben. Nur Zuckerrübenfelder, soweit das Auge reicht. Die Jugend tritt noch geschlossen in die freiwillige Feuerwehr ein. Die Mofas sind besser frisiert als die Hausfrauen. Traditionen werden groß geschrieben. Maibaum aufstellen. Ist das nichts? Ich sag's nochmal. Maibaum aufstellen. Schützenumzug. Geschwisterehe. Ja. Ist aber mittlerweile rückläufig. Die Sache mit den Schützenumzügen. Und wenn ich heutzutage ab und zu nochmal dahin muss, wenn zum Beispiel die Mutter Geburtstag feiert. Und wenn ich dann da sitze, zwischen Mama, Papa, Tante und Onkel bei Filterkaffee mit Süßstoff, dann habe ich jedes Mal den Eindruck, hier hat sich aber in den letzten 20 Jahren wenig verändert. Als erstes kommen immer die Neuigkeiten aus der Nachbarschaft. Da erfahre ich beim letzten Mal, haltet euch gut fest, dass die Nachbarin meiner Mutter demnächst in der Küche Laminatboden bekommt. Wer hätte das gedacht? Nächste Neuigkeit, nächste Headline. Ich schaue hier in gebannte Gesichter. Die Tochter von der Nachbarin macht im Frühjahr Abitur und möchte nach dem Abitur nach Paris gehen als Ampere-Mädchen. Bei den Stromwerken wahrscheinlich. Und da sitzt man da als stressgeplagter, erwachsener Familienangehöriger am Wochenende, hört sich das stundenlang an und denkt, boah, was könnte ich in dieser Zeit jetzt alles machen? Aber so wollen wir die Sache natürlich nicht sehen. Ne? Die Familie gehört dazu. Ohne die Familie wird man gar nicht existieren, wenn nicht der Vater die Mutter 1964 in einem Tanzkursus plötzlich erspäht hätte und ihr dann mittendrin im langsamen Walzer plötzlich zärtlich zugeflüstert hätte. Deine Augen sind so blau wie ein Bergsee an einem Frühlingsmorgen. Darf ich dich einladen, nächsten Samstag auf eine große Tanzveranstaltung von der Freiwilligen Feuerwehr? Wir brauchen da noch Thekenkräfte. Es gäbe uns gar nicht. Beim letzten Mal, letzter Familienbesuch, wurde es auch plötzlich thematisch ein bisschen moderner. Da hat meine Tante nämlich behauptet, dass Howard Carpendale ein Österreicher ist. Wobei,
So ziemlich jeder hier dürfte wissen, dass Howard Carpenter ganz woanders herkommt. Wo kommt er her, wer weiß es? Südafrika. Ein paar Schlagerfreunde haben wir hier. Ja klar, 70er Jahre. Ja, ZDF-Hitparade. Howard Carpenter stammt aus einem kleinen Ort namens Palakwane in Südafrika, hatte als Jugendlicher immer schon den ganzen Abend bei seinen Eltern auf der Terrasse gesessen und Lieder gesungen, um die Moskitos fernzuhalten. Ja. Ganz wichtiges Idol meiner Mutter. So, wenn man jetzt aufgewachsen ist in der Voreifel zwischen Mama, Papa, Oma, Opa, Howard Carpenter und Roland Kaiser, und man wird 18, 19, dann denkt man irgendwann, ich werde bekloppt, ich muss hier weg. Und dann zieht man in die nächstbeste Großstadt, in meinem Fall nach Köln. Nur, das waren gerade mal 90 Kilometer Abstand, das ist eine Strecke, das reicht nicht. Da kann es nämlich immer noch zu nicht angekündigten Überraschungsbesuchen kommen. Und so lief das auch. Da saß ich da in meiner schlecht gestaubsauchten Bude, beim Frühstück um 14.15 Uhr. Plötzlich klingelt es. Da habe ich aber gebetet, dass es sich nur um den GEZ-Kontrolleur handelte. Wer war es aber tatsächlich? Wen höre ich durch die Gegensprechanlage? Hallo, Marek, wir sind es, deine Eltern. Wir hatten noch eine Gutschrift vom Kaufhof. Da haben wir uns überlegt, wir kommen dich mal überraschen. Mach mal schnell die Tür auf, Papa muss auf Toilette. Hat man noch nicht mal die Zeit, den Joint auf Seite zu legen. Wobei, das war jetzt ein Scherz. Ich habe also wirklich nie Joints geraucht. Ich bin ja so jemand, der wird schon vom Busfahren schlecht. Und außerdem hat meine Eltern mir erfolgreich eingetrichtert. Marc, hör mal, bitte fang niemals was mit Drogen an. Wir möchten das nicht erleben, dass du eines Tages irgendwo hinter dem Hauptbahnhof auf dem Bürgersteig sitzt. Mit so einem Joint im Arm. Da habe ich natürlich diesen Gefallen getan.